kommen größtenteils nicht syrische Kriegsflüchtlinge. Es kommen Leute, die haben vollgestopfte Taschen mit Geld, die genau wissen, warum sie kommen, die Schlepper haben, die sie bezahlt haben. Es ist eine generalstabmäßige Einwanderung, Invasion, die hier stattfindet. Die Leute kaufen von IS syrische Pässe. Von toten Syrern, ja, auch Pässe, die die IS erobert, wenn sie Mosul oder eine Stadt erobert. Also die IS verkauft die Pässe. Die IS sind auch die Schlepper. Dann kommen die teilweise mit Flugzeugen nach Bulgarien in die Türkei. Natürlich, und dort gehen sie weiter mit Billigung der türkischen Behörden. Also die türkischen Behörden sind in diesem Spiel mit drin. Saudi-Arabien finanziert mit. Hier wird also gezielt eine Invasion finanziert, organisiert. Und da wird niemand überredet, du, das ist ein tolles Land. Die wissen ganz genau, in welches Land sie gehen. Die wissen ganz genau, in wen sie in Hamburg, in welcher Straße, in welcher Wohnung treffen. Das ist völlig durchorganisiert. Das ist eine Beutenahme eines ganzen Kontinents. Und das ist kompatibel mit dem Islam und das fordert der Islam. Da kommen keine armen Leute. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Wir sollten mit diesem Nonsens mal aufhören. Und wenn Sie fahren Sie nach Nikolsdorf, wissen Sie, was da passiert? Die Landstraße ist, gibt es eine Landstraße und die Autobahn. Wenn Sie als österreichischer Staatsbürger aus Ungarn zurückkommen über die Autobahn, werden Sie angehalten und Sie werden kontrolliert. Und dann können Sie weiterfahren. Die Landstraße ist für Autos gesperrt. Dort gehen die ganzen Migranten nach Österreich hinein, ohne kontrolliert zu werden. Also Sie als Österreicher werden an der österreichischen Grenze kontrolliert und die 10.000, die jeden Tag kommen, gehen unkontrolliert Richtung Wien und dann weiter Salzburg, wo auch immer. Das heißt, dieser Staat existiert eigentlich nur noch rudimentär. Er ist noch in der Lage, Islamkritiker zu verurteilen, er ist aber nicht mehr in der Lage, seine Bürger zu schützen. Und da muss man mal die Politiker fragen, was ist denn eigentlich los? Wir haben ein Parlament, wir haben eine Regierung es strömen Hunderttausende, bald Millionen von Migranten und die Regierung sagt, Herr Faymann, heute, wir haben alles im Griff. Ja, was hat er denn im Griff? Gar nichts, ja. Ich halte mich zurück. Das heißt, dieser Staat hat aufgegeben, seine Bürger zu schützen. Und ein Staat hat zwei Aufgaben, den Bürger zu schützen und sein Privateigentum auch zu schützen. Beides schaffen die Staaten nicht mehr. Deutschland kann genauso wie Österreich seine Bürger nicht mehr schützen. Eine Invasion, die nicht mehr gestoppt werden kann oder sie soll nicht gestoppt werden. Und mittlerweile geht man auch dazu über, Häuser, Wohnungen zu konfiszieren. Also der Staat garantiert nicht mehr mal mehr das Eigentum. Jetzt frage ich mich, in Hamburg ist schon passiert. Jetzt frage ich mich, mit welchem Recht haben wir noch einen Staat, den wir akzeptieren sollen als Bürger? Erobert, wenn sie Mosul oder eine Stadt erobert. Also die IS verkauft die Pässe. Die IS sind auch die Schlepper. Dann kommen die teilweise mit Flugzeugen nach Bulgarien in die Türkei. Natürlich, und dort gehen sie weiter mit Billigung der türkischen Behörden. Also die türkischen Behörden sind in diesem Spiel mit drin. Saudi-Arabien finanziert mit. Hier wird also gezielt eine Invasion finanziert, organisiert. Die Landstraße ist, gibt es eine Landstraße und die Autobahn. Wenn Sie als österreichischer Staatsbürger aus Ungarn zurückkommen über die Autobahn, werden Sie angehalten und Sie werden kontrolliert. Und dann können Sie weiterfahren.
Die Landstraße ist für Autos gesperrt. Dort gehen die ganzen Migranten nach Österreich hinein, ohne kontrolliert zu werden. Also Sie als Österreicher werden an der österreichischen Grenze kontrolliert und die 10.000, die jeden Tag kommen, gehen unkontrolliert Richtung Wien und dann weiter Salzburg, wo auch immer. Und da wird niemand überredet, du, das ist ein tolles Land. Die wissen ganz genau, in welches Land sie gehen. Die wissen ganz genau, in wen sie in Hamburg, in welcher Straße, in welcher Wohnung treffen. Das ist völlig durchorganisiert. Das ist eine Beutenahme eines ganzen Kontinents. Und das ist kompatibel mit dem Islam und das fordert der Islam. Da kommen keine armen Leute. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Wir sollten mit diesem Nonsens mal aufhören. Und wenn Sie fahren Sie nach Nikolsdorf, wissen Sie, was da passiert? Das heißt, dieser Staat existiert eigentlich nur noch rudimentär. Er ist noch in der Lage, Islamkritiker zu verurteilen, er ist aber nicht mehr in der Lage, seine Bürger zu schützen. Und da muss man mal die Politiker fragen, was ist denn eigentlich los? Wir haben ein Parlament, wir haben eine Regierung, es strömen Hunderttausende, bald Millionen von Migranten und die Regierung sagt, Herr Faymann, heute, wir haben alles im Griff. Ja, was hat er denn im Griff? Gar nichts, ja. Kommen größtenteils nicht syrische Kriegsflüchtlinge. Es kommen Leute, die haben vollgestopfte Taschen mit Geld, die genau wissen, warum sie kommen. Die Schlepper haben, die sie bezahlt haben, die es ist eine generalstabmäßige Einwanderung, Invasion, die hier stattfindet. Die Leute kaufen von IS syrische Pässe. Von toten Syrern, ja auch Pässe, die IS erobert.